Ja. So, Leute, und Man gibt's. herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 RP. Wir haben ein schönes geklautes Auto genommen. Wir haben uns bedient. Klatsch. Das steht an der Halteverbot. Den muss ich richtig doll von hinten mitnehmen. Und das war zu wenig. Nimmst du doch einfach den Mercedes, der steht. Ist doch einfacher. Klatsch. Ist auch eine Bullenwanne, ne? Ist die klar, ne? Ja. Die kann da gar nicht im Parkverbot stehen, ne? Oh oh. Guten Tag. Nein. Nee. Herr Chef. Das weiß ich ja jetzt nicht so ganz. Was denn? Die ganze Seite bitte, Medic. Oh oh. Nix da. Wow. Nein, der fängt mich. Oh Mann. Was ist Ihre Mission? Der hat den Chef gefesselt. Danke. Was hat er vor? Der wollte uns fesseln. Warum? Der hat aber den Chef getroffen. Oh Mann, ey. Warte, ich ruf mal den Chef an. Glaub, denkst du, der freut sich? Ich glaube, der geht nicht ran. Hallo? Komm zum MD wieder. Warum? Komm zum MD. Warum? Oh nein, das sagt er. Oh nein, jetzt gibt's Ärger. So, dann verkacken wir seitdem beim Chef, da knall ich die alle weg. Ich fürchte. Auch den Chef entzünden muss. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Machen Sie mal ein bisschen langsamer. Machen Sie. Warte, lass hier stellen. Und den? Laufen wir dahin. Aber der fesseln die uns, glaube ich, direkt. Schätze ich mal. Ich glaube, die Bullen kommen. Oh oh. Oh nein. Ja, normal, mit dir immer. Ey. Klopp, klopp. Guten Tag. Die Fresse, verpiss dich. Okay, tschüss. Deiner hat gesagt, wir sollen uns verpissen. Hast du auch gehört, gell? Ich dachte, der sollen so. Ich glaube, das war ja ins uns gerichtet. Na doch, war's an uns. Aber deine sagt, okay, verpisst. Ja, gut, wir machen es gerne. Na, war komm. Aber nicht der Plan eigentlich. Nee. Komm, fahren Sie auf den Parkplatz drauf. Klatsch! Ui! Ui. Sie wollten mit mir sprechen? Ah ja, gut. Gut, gut, das haben sie jetzt nicht umsonst gesagt. Ja, nicht wir. Ich meine was anderes, das war nicht auf uns bezogen. Oh, 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 der Officer wieder! Oh. Gib Gas! Oh! Oh, sie müssen fahren lernen! Stopp! Oh. Hallo! Hallo, stopp! Muss gut sein, muss gut sein. Hallo. Jetzt. Wir bleiben jetzt hören Sie auf. Hallo. Können Sie sich auch nur mit Ihren Worten wehren oder geht das nur mit Ihrer, Ihrem Auto? Ja, das haben Sie jetzt davon. Wie kommen Sie jetzt hier hoch? Einfach abhauen erstmal. Na, nicht durchs Wasser fahren. Oh. Hätte ich dumm. Bin ich. Das Problem ist, ich bin nicht, ist, ne, der soll ja auf uns schießen, ne? Das ist mich dann auch schlecht. Sie müssen nach oben. Ja, hier können Sie nicht weiterfahren. Wo wollen Sie denn hin?
hier rein. Ja, und dann? Das bringt uns aber nichts. Doch. Hm. Was waren denn die noch? Das war aber knapp, gell? Ja. Dieser Lutscher kann nicht reden. Aber Chef wollte auch, dass wir kommen. Nö, geht nicht ran. Komm, lass uns doch zum MD wieder fahren. Chef wollte doch eh mit uns reden. Ja, Auto, guck mal. Auto fährt jetzt so langsam. Hm, warum? Weiß ich nicht. Oh, das ist schlecht. War das so stark schon demoliert ist oder was? Wahrscheinlich. Es ist schlecht. Zu Fuß haben wir keine Chance. Der mit uns einfach um dann. Och, Auto, komm doch, was soll denn das? Hätte es nicht ausmachen dürfen. Oh, denkst du, es liegt am Wasser? Nee, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Hm, und das wäre es jetzt noch, die Karre festfahren. Die fährt aber wirklich langsam. Ah, ich müsste ja Gas geben, rückwärts. Also rückwärts geht gerade nicht richtig irgendwie. Ich bin der Rückwärtsgang. Nee, vorwärts auch. Guck mal. Ja, guck, Auto geht hoch, runter, hoch, runter. Liegt am Wasser. Ja, aber wir fahren mal nicht gegen die Strömung. Eigentlich könnte er runterfahren normal. Jetzt schlecht jetzt. Vor allem, wenn der Verstärkung ruft, ne? Ja. Dann haben wir eh Arschkarten. Da steht das ganze PD nämlich vorm MD. Bleib du mal drinne. Jo. Das bringt nix. Warte, ich hol mal Medizinkasten. Reparaturkasten. Lass ihn ja wischen. Ja. Drück mir die Daumen. Ja. Kannst du den auch reparieren? Na klar. Ich weiß nicht, ob man jedes Auto reparieren kann, auch wenn man es nicht besitzt. Werden wir gleich merken. Der Chef ist wahrscheinlich sauer auf uns. Ja. Wir haben eindeutig jetzt verkackt. Na und? Ja, noch nicht ganz, na, weiß ich nicht. Aber die Polizei sucht eine Sau schon. Zumindest der eine. Ich glaube, der ist auch abgefuckt. Nur weil ich ihn aus Versehen mitgenommen habe. Ups. Ja, jetzt hat er komplett übertrieben da. Ja, Rache ist. Ich denke auch, dass er da stehen wird. Das Problem, wir haben keine Chance, weißt du, weil spätestens, wenn wir Hilfe brauchen. Hm. Oh Gott. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, wenn wir jetzt Hilfe brauchen, haben wir echt Arschkarte, ne? Ja. Steck auf. Jetzt haben sie ein Problem. Jetzt brauchen sie die Heilung. Und dann müssen sie zum MD. Ja. Der Auto reparieren kann man. Ja. Darf nur keiner sehen uns. Und sie müssen jetzt dringend geheilt werden, das ist das Problem. Aber die Karre ist immer noch Schrotthaufen. Psst. Probier mal, ob du einsteigen kannst. Nee. Nur die ist kaputt. Jetzt Scheiße, das können wir gar nicht mehr einstellen. Oh Mann, jetzt haben wir richtige Arschkarte. Arschkarte gezogen, meinst du? Wenn du Scheiße machst, musst du auch gerade stehen dafür. Also wir. Ja, wir brauchen jetzt auch Hilfe, dringend. Ja, ich ruf mal Max. Chaco. Chaco.
Geh ran, du alter Sack. Alter Sack. Matt? Hallo? 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 Wie geht's euch? Mach mal ein ugly ass von meinem Auto weg, Dog. Nidges. Matt? Ach, Schmab. Komm, lass ihn in Ruhe. Ja. Der Youngins. Okay, was dein Problem ist. Der hat eine Waffe. Na, war ja klar, was ein Trottel. Der hat eine Knarre. Ich bleib sofort stehen. Ach, hat er sich? Jo. Oh Mann, ist das dumm. Du musst mich tragen. Ja, warte. Bitte warten. Leg den Kollegen dahin, Der bleibt da. Geh einfach weiter. Die killen dich nicht, geh weiter. Ja, den lässt er da liegen. Perfekt. Kannst auch halt dafür gleich drücken. Wenn sie dich mitnehmen sollten. Macht er gleich, mit Sicherheit. Der steht schon bei mir. Ja. Nix da. Netter Versuch. Ja. Nö. So runternehmen. Okay. Kannst du auch reden? Ja. Ja, ich kann reden. Oh, kannst du reden? Warum zeigst du auf mich, Bro? Ja, sorry. Bin auf den Weg gekommen. Machen oder was, Bro? Na, rede. Na, rede. Ich rede doch. Rede. Na, ich rede. Hallo, ich mach nix. Warum redest du nicht? Warum redest du nicht? Doch. Nein, das bringt. Die Bullen haben dich im Stich gelassen, du Jungen. War ja klar. Das war ein Kopfschuss. Echt, die Bullen sind echt keine Hilfe. Hat der Greifer den erschrieben? Nö. Nö. Also Freunde, wir machen kurz einen Zeitplatz. Bis gleich. So, Freunde, wir provozieren wir weiter jetzt mit MD. Bis wir rausgeflogen werden. Oder verhaftet werden. Ja. Oh nein, das ist Emily. Mach aus! Achso, ja. Achso, abgeschlossen? Ja. Bisco ist einer von uns und sagt, ich will korrupt. Oh nö! Oh da! Lenny! Geht wieder in eure Hölle zurück, von wo ihr kommt, aus euren Schlaglöchern. Lenny! Jetzt möchte ich eine Ansage von Emily haben. Dann könnt ihr zu uns. Wir wollen nur kuscheln. Zwei Leute, die uns belästigen. Oh. Stimmt doch gar nicht. Wir belästigen keinen. Lenny! Lenny! Ach so ein Quatsch. Kenn ich nicht. Du Quagel, du Quagel. Lenny! Lass uns Outfit ändern. Lass uns Outfit ändern. Gute Idee. Ist aber eigentlich blöd. Warum? Ja, weil das Fahrzeug halt auch schon passt. Müssen jetzt hier durchfahren. Oh, nee.
ruhig schön Lenny angemacht. Lenny! Gehst du mal auf ihn? Mich nicht? Doch. Wohin wollen Sie? Zum Kleidungsladen. Warum wollen Sie sich umkleiden? Warum wollen Sie sich umkleiden? Na, dass wir als hier Mr. Unbekannt sind. Man erkennt es an meiner Stimme. Ich kann sich jedes Mal umkleiden, weißt du? Oh. Alle meine. Ja. Ach, weißt du was, wir lassen. So. Mhm. Kannst du jetzt zum MG fahren? Mach dir mal MD. Kennst du den nicht auswendig? Na, die meisten schon. Quatsch. Noch da? Hm. Oh nein! Oh nein, den Officer kenne ich! Ja. Bleib doch mal stehen! Ja, bitte! Ihr solltet das MD verlassen, wenn ich euch in der nächsten halben Stunde wiedersehe, dann werdet ihr festgenommen. Ja, okay, wir gehen ja. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit hier sein, aber der Medic hier wird mir berichten, ne? Ich weiß, wer ihr seid. Wer wird wen entführen? Ich bin hier der Gesichtsgünder. Wer meint Sie mit entführen? Herr Polizist. Also bitte jetzt das Gebiet hier verlassen. Ja, machen wir. Sehr nett. Auf Wiedersehen. Ja, wir gehen. Tschüss. Jetzt. Ja, wir Lenny! Fahren doch jetzt. Hier geht's lang, da. Was? Da! Also müssen wir eine halbe Stunde nochmal kommen. Oder eher. Da ist aber noch in nächsten halben Stunde, die dann würde uns fesseln. Ja. Da ziehen wir uns drauf anlehnen. Ja, wollt ihr ja. Aber? Jetzt nicht. Ist eine Mission. Äpfel holen. Äpfel. Habt ihr mal zum MD fahren? Nö. Hat dir gerade wohl daran vorbeigefahren bist. Ja, ich weiß. Und? Ey. Ja. Haben Sie vielleicht ein bisschen Geld? Wie viel bräuchtest du? Was? Wie viel brauchst du? Mein Name hat mit dem was? Wie viel brauchst du? Wie viel haben Sie? Ja, gerade 3000. Ah, okay, dann behalten Sie die lieber. Was? Dann behalten Sie die lieber. Ja, ich meinte der andere hin. Hier, das schwarze Auto. Was ist mit dem schwarzen Haus? Na, was hat er gerade gesagt? Ah, ja, warum? Kann ich beschweren. Ja, nachher. Ich will jetzt. Oh.
Aber der hat uns nicht angegriffen. Ja. Wie sie euch nicht in der nächsten halben Stunde sehen, sonst werdet ihr festgenommen. Ja, deshalb fahre ich auch weg, deshalb komme ich auch später wieder. Ja, und dann? Na, auf Lenny anmachen. Ah! Was bringt uns das? Was ist denn die halbe Stunde? 20 Uhr oder was? Ja. Sagen wir mal 20 Uhr 10. Stimmt's? Ja. Lecker Quark. Essen. Hab schon alles aufgegessen. Ja, ich fast auch. Ich weiß nicht, wie lange der Platzverweis gilt. Ne? Ja. Hat es ja nicht gesagt, wie lange der gilt. Also nur ein paar Wochen. Oder Minuten. Oder Stunden. Ja. Falsch fahren. Markier mal ab. Apf. Hat aufgelegt oder was? Hab ich gemacht. Mit dem Chef muss ich einen Huhn rupfen. Guck mal meinen Teller an. Teller. Ja, leer. Du weißt, wie schön ich Hunger hatte. Hunger. Was denn? Oder wollen Sie in den Knast gehen? Ja, mit hier. Du nicht? Wir sind nee. Ja, dann musst du zum MD fahren. Ja. Dann kriegst du den Freifahrtschein in den Knast. Ja. Aber erst 20 Uhr mach ich's. Hey, das bringt ja nichts. Hat er gesagt, eine halbe Stunde. Wenn du aber eine halbe Stunde kommst, ja. Erst nicht danach. Danach gilt das ja nicht mehr, wahrscheinlich. Nö, also? Ja, aber sie wollen doch einen Knast. Ja, aber ich will ja ein bisschen näher kommen und hier die Frau. Verstehst du? Emily! Emily! Nee. Kannst du meine Gurke reinschieben? Nee. Also geht ja nicht. Bei Frauen geht's ja nicht. Oh man. Lenny! Bist du in und dann kommt die Polizei wieder, das kannst du wissen. Ja. Bist du in Lenny verliebt? Der kommt, fuck! Nein!
War das gelogen? Komm, steig aus. Mann, ich muss mein Ei gerade schälen. Ja, kannst du auch gleich machen. Ui, meine Eier. Also, Freunde, wenn es gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vielleicht machen wir dann nächste Folge, dass wir in den Knast fliegen. Tschüss. Tschüss. Oh, nee. Tschüss. Tschüss. Mahlzeit.